Hallo alle zusammen. Herzlich willkommen zu unserem Deutschkurs. Guten Tag, meine lieben Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer. Es ist wieder Zeit, Deutsch zu lernen. 亲爱的同学们，大家好，又到了我们德语学习时间，我是你们的舒老师。In der letzten Stunde haben wir zusammen einen Text gelesen, in dem es darum geht, warum der deutsche Mittelstand so erfolgreich ist. 在上节课上，我们一起通过一篇阅读课文，了解了德国中小型企业为什么会如此成功的秘诀。In dieser Stunde werden wir ein paar textbezogene Übungen machen.Um das Gelernte zu wiederholen und auch ein paar wichtige Begriffe voneinander zu unterscheiden. 在这节课上，我们将通过一系列和课文有关的练习，比如词汇练习、口语练习、国情练习，来复习上节课所学的内容。其中我们还会通过练习来区别一些重要的概念和动词用法。Ja, gut.Fangen wir mit der ersten Übung an. Bei der ersten Wortschatzübung sollen Sie mit den angegebenen Wörtern die unterstrichenen Teile der Sätze umschreiben. 练习一又是一个常见的词汇练习，要求大家用所给的表达改写下面的句子。Diese Übung ist nicht schwer, aber bei manchen Sätzen sollen Sie auf den Satzaufbau achten. 这个练习本身不难，但是个别句子要注意句子结构。我们一起来看一下答案。A.
Wieso hat die deutsche Wirtschaft auch den Schock der Finanzkrise mit einem Wachstumseinbruch von über 5% relativ unbeschadet verkraftet? 这里要求大家改写的是 etwas verkraften, 也就是经受住。 那给大家的动词呢是 überwinden, 克服。 Überwinden 也是一个及物动词，所以这个句子的改写比较简单，我们直接把 verkraften 改成 überwinden 就好。不过舒老师估计有同学可能会忘记，这里的 verkraftet 是一个第二分词，所以呢，你们改 überwinden 也要改成 überwunden Partizip 2的形式。估计有同学已经不记得它是一个不规则动词了。 也可能有同学当它是一个可分动词，我们要念对重音 etwas überwinden, die Schwierigkeiten überwinden 克服，所以过去式和分词分别是 überwinden, überwand, hat überwunden. 其实这个题目舒老师觉得用动词 überstehen 改写也是可以的 etwas überstehen 也有经受住某事的意思。 B. Was ist der Grund dafür, dass Deutschland mit seinen nur 80 Millionen Menschen der Konkurrenz größerer Nationen wie China oder den USA die Stirn bieten kann? 还记得课文里的这个表达吗? Jemandem oder etwas die Stirn bieten. Das heißt, keine Angst vor jemandem oder vor etwas haben. 不惧怕某人, 甚至可以和他 对抗，那我们改成 jemanden oder etwas furchtlos entgegentreten 也是比较正确的。什么叫 furchtlos？ 也就是无畏的、无惧的。 entgegen 这个前缀加在动词前面，表示的是方向和另外一个动作是相对的，而 treten 本身就有走、行进的意思，所以 etwas furchtlos entgegentreten 的意思就是毫无畏惧地迎着什么而去。那么要注意的一点是，因为 treten 是一个不及物动词，所以 entgegentreten 也是不及物的，所以它只能加三格宾语。这和我们原句中 der Konkurrenz 是三格宾语正好不谋而合，因为在原句中 beaten 的四格宾语是 stehen。 是前额，三格宾语是 their concurrents， 所以这个句子虽然换了一个表达，但是宾语却始终是三格。我们可以改成 Was ist der Grund dafür, dass Deutschland mit seinen nur 80 Millionen Menschen der Konkurrenz größerer Nationen wie China oder den USA furchtlos entgegentreten kann? C. Will man diesen Fragen auf den Grund gehen, muss man die Philosophie des deutschen Mittelstands verstehen. 这里用到我们前面学过的 etwas auf den Grund gehen, 追究某事的根本原因这个词组，同学们还记得吗？ 这里的 etwas 是三格宾语。 所以我们在改用括号里的词组表达 die Ursachen für etwas finden 的时候，要注意句子结构的更改。 Ursache 这个单词和 Grund 一样，都是和介词 für 连用的。某事的原因、某事的起因都用 für 这个介词。如果我们想要找到这些问题的原因，所以原来的 diesen Fragen 的三格宾语要改成这里 für 的介词四格宾语，所以要改成。 Will man die Ursachen für diese Fragen finden, muss man die Philosophie des deutschen Mittelstands verstehen. 舒老师估计可能会有同学忽视这里三格和四格的区分。D. Da geht es um ein Wertesystem, das man mit der Muttermilch aufsaugt. 这里要求大家改写的是一个比喻的说法，和母乳一起吸取的。 改成 etwas schon als Kind kennenlernen, 就孩提时代就已经学习的东西。 Da geht es um ein Wertesystem, das man schon als Kind kennenlernt. 和原句的
aufsaugt 保持一致的话，我们可以用现在时 kennenlernt。那如果有同学用现在完成时，舒老师觉得也是可以的。Das man schon als Kind kennengelernt hat， 表示孩提时代就已经掌握了这个价值体系。因为 kennenlernen 是一个瞬间的动作，比较多的用在完成时中。E, das Phänomen German Mittelstand lässt sich mit Zahlen und Fakten allein nicht erfassen. 这题比较简单，我们直接改成表示理解的 verstehen 就可以了，或者改成这里没有的 begreifen 也是正确的。要小心，千万不要把这里的 verstehen 改成 verstanden， 因为 sich lassen 带的是动词原形。F.Gerne wird auf eine Reihe bekannter Beispiele verwiesen. 这句句子也比较简单，舒老师在上课文的时候就讲到了。Auf etwas verweisen 就等于 auf etwas hinweisen， 指明、提示。唯一比较容易出错的是 hinweisen 是一个可分动词，这里呢又是被动态，要用第二分词形式，所以改成 gerne wird auf eine Reihe bekannter Beispiele hingewiesen. G. Über 1300 zählte die Regierung 2012 und reklamierte damit eine Spitzenposition in der Welt für Deutschland.这里要求大家改写的动词是 reklamieren， 不过这里可不是投诉的意思，而是宣告，也就是认为自己对于某事有权利。这个句子讲的是德国政府宣告自己在这个领域具备世界上的领先地位。我们用动词 beanspruchen 改写。Über 1300 Betriebe zählte die Regierung 2012 und beanspruchte damit eine Spitzenposition in der Welt für Deutschland. 要注意的是，这个地方不能再加 für sich。在解释为宣告时 ，beanspruchen 的确经常和 für sich 连用，也就是为了自己去争取自己所应得的那份权利。但是在这个句子里面已经有了 für Deutschland， 虽然没有反身，但是大家注意，主语是德国政府，而 für 后面的四格宾语是德国，所以这个句子没有必要再去强调德国政府为自己宣称，这样 für 就重复了。所以这个句子说的是德国政府宣称德国在这个领域拥有世界领先地位。H. Der Anteil der deutschen Mittelständler, die sich auf ausländischen Märkten tummeln, ist um über 20% gestiegen. 同学们还记得课文里这里没有用介词吗？在练习里他加了一个 表示活跃于外国市场的中小型企业增长了 20% 以上。哎呀，到底是增长到还是增长了，我们就不去纠结了。但是这个例子告诉我们，德语是非常精确的，少一个单词，多一个单词，换一个单词，意思就完全不同了。好，我们把注意力集中到这一题要求我们改写的 sich tummeln。舒老师觉得 sich tummeln 是一个非常有画面感的单词，换成括号里的 agieren， 意思虽然差不多，但是感觉却还是有一些不一样的。Again 这个动词的词源可能和英语中 act 这个单词的词源是一样的，它通常需要修饰 irgendwie agieren， 如何行动如何做，就等同于 irgendwie handeln， irgendwie handeln， 那么通常暗示的是经过深思熟虑之后的行动，可以叫 agieren。 那这个句子我们可以改写成Der Anteil der deutschen Mittelständler, die auf ausländischen Märkten agieren, ist um über 20% gestiegen. I. Der Mittelstand hielt an seinen Mitarbeitern fest und schaltete danach aber auch relativ schnell wieder auf Expansion um.
这里要求大家改换两个表达，一个是 an jemanden festhalten， 不放弃某人，这里改成我们讲单词时候讲过的 zu jemanden stehen， 另外一个 auf etwas umschalten， 转换成 auf etwas umstellen。 umstellen 是有切换的意思，这个单词可以做及物也可以做不及物，做不及物的时候通常就相当于把宾语省略了，用法和我们刚刚所用的 umschalten 是一致的。 jemanden oder etwas von etwas auf etwas umstellen， 也就是把某人或者某事调整切换到另外一个状态。Zum Beispiel ein Baby von Muttermilch auf feste Nahrung umstellen. 把一个小孩的饮食从母乳喂养切换到吃固体食物。这个地方 umstellen 的四个宾语就是 ein Baby. Noch ein Beispiel. Den Betrieb auf Computer umstellen. 也就是把操作切换到机器操作的模式。也就是有点像有的机器可以手动也可以自动，那就是把机器切换到电脑操作自动的模式下。那这里如果我把 den Betrieb 省略的话， umstellen 做的就是不及物动词了。所以整个句子我们可以改写成 Der Mittelstand stand zu seinen Mitarbeitern und stellte danach aber auch relativ schnell wieder auf Expansion um. 舒老师估计有的同学会忽视过去时态而直接用现在时改写。如果说原句中的规则动词 umschalten 过去式形式 schaltete um 不是很明显的话，那么前面的 festhalten改成 hield fast 应该就是比较明显的过去式形式了。 In Vergleich zu Übung 1 ist die Übung 2 viel schwieriger. 刚刚完成了还比较简单的练习一，接下来让我们来做一个有挑战性的练习。Bei Übung 2 werden wir vier ähnliche Verben voneinander unterscheiden. 练习二，我们要学习四个从中文含义来看非常相似的动词， nämlich managen, betreiben, bewirtschaften und verwalten. Ihre Unterschiede sind zuerst zu erläutern. 首先，我们会解释一下这四个动词的含义、用法。Und dann machen Sie eine Übung, bei der Sie das richtige Wort in die Lücke einsetzen. 那么在这个练习的开始，我们先来解释一下这四个动词的含义和用法，然后就需要同学们拿这四个单词的适当形式来填空了。Sehen wir zuerst die vier Verben. 让我们先来看一下这四个动词。同学们要注意，千万不能用中文来区分它们的含义，一定要从它们的内涵、特征和用法来记。Managen， 及物动词。这个动词因为来自于英语，所以它的含义和英语也差不太多。如果宾语是事或者物的话，也就是 etwas managen 的话，它的意思就解释为安排。Das heißt etwas organisieren, etwas arrangieren. 那如果四个宾语是人的话， jemanden managen, 意思就是担任这个人的经纪人。Das heißt einen Künstler, einen Berufssportler oder ähnliches,geschäftlich betreuen und dafür sorgen, dass er immer wieder neue Verträge bekommt und gut bezahlt wird. 所以这个含义中的四个宾语通常应该是艺术家或者职业运动员这样的职业，而经纪人的职责就是在工作业务上照料这些运动员、艺术家，保证他们可以不断拿的合同，可以获得好的报酬。那么经纪人也是从这个动词派生而来的， their manager, the manager. 当然 manager 除了经纪人还有经理的意思。Betreiben, 及物动词，
etwas betreiben, 经营。这个动词同学们应该最不陌生。Etwas betreiben bedeutet, für die Organisation eines meist wirtschaftlichen Unternehmens verantwortlich sein. 也就是负责管理某家企业。那么在德语中也可以用动词 führen 或者 unterhalten 来表示这个含义。Zum Beispiel, das Kraftwerk wird vom Staat betrieben. 这家电站是由国家运营的。那么同样 ,betreiben 也有自己的名词 ,der Betreiber, die Betreiber, der Betreiber, die Betreiber, 就是经营人的意思。Bewirtschaften, bewirtschaften, 及物动词 ,etwas bewirtschaften。虽然这个单词同样翻译成经营，但是这里面藏着一个 wirt。决定了这个单词的含义。不知道同学们有没有见过这个单词呢 ?Der Wirt, die Wirte, 是 Gastwirt 的缩写形式。Der Gastwirt, die Gastwirte. Das ist jemand, der beruflich ein Gasthaus, ein Restaurant oder ähnliches betreibt. Wirt, 或者 Gastwirt, 指的是那些经营客栈、饭馆的老板。所以 etwas bewirtschaften 用的比较多的是经营饭店、经营酒馆、经营旅店这样的东西。Das heißt eine Gaststätte betreiben und als Gastwirt irgendwo Essen und Trinken gegen Bezahlung servieren. 经营一家客栈，并且在对方支付报酬的情况下提供饮食。Bewirtschaften 除了可以支配饭店、酒馆、客栈这样的四个宾语，还可以和土地连用，因为 bewirtschaften 还有耕种的意思。Das heißt eine Fläche oder Boden landwirtschaftlich nutzen， 把土地或者某一块面积用于农业用途。所以这个含义的四格宾语应该是土地呀、啊、或者某一块面积或者池塘之类的词。Verwalten 及物动词管理 etwas verwalten 虽然中文还是翻译成管理，但是 etwas verwalten 是有潜台词的。 etwas verwalten bedeutet im Auftragoder anstelle des eigentlichen Besitzers etwas betreuen, dafür sorgen und verantwortlich sein, dass in einem bestimmten Bereich alles in Ordnung ist. 也就是受某人的委托，或者代替原本的业主照看某物，保证一切都井然有序、正常运行的含义。Zum Beispiel ein Vermögen verwalten, 照管财产 einen Nachlass verwalten, 照管遗产 ein Haus verwalten, 管理一幢房子。所以很多情况下行政我们会用 Verwaltung 这个名词，为什么？行政其实就是代为管理的人。那么它的名词 der Verwalter, die Verwalter 就可以翻译成主管人或者经管人。Ja gut, fassen wir die Unterschiede oder die Merkmale dieser Verben nochmal zusammen. 我们再来总结一下这四个词的特点。Managen, 如果加是的话，就是一般的安排的意思。如果加人，就是为谁担任经纪人。Betreiben 应该是用的最多的运营、经营某一个企业的词。Bewirtschaften 的四格宾语只能是小酒馆、小饭店或者是土地、面积之类的词。而 Verwalten 是在别人的委托下照看、照管某物。Ja gut, jetzt können Sie Übung 2 machen.Wobei Sie die wichtigsten Merkmale dieser Verben mit einbeziehen sollen. 下面就请同学们自己来完成练习二吧，在练习的同时一定要考虑这些动词的重要特征。
Ich glaube, diese Übung fällt manchen von Ihnen schwer. 有些同学可能会觉得这个练习非常难吧？没关系，我们一起来看一下。A. Dieses Unternehmen organisiert die Tour de Suisse und managt mehrere Schweizer Radprofis. 这家公司组织了环瑞士自行车赛，并且旗下还有几名瑞士的职业车手。这里可以帮助我们确定答案的是宾语。Radprofis, profi, 职业运动员 ,Radprofi, 自行车运动的职业运动员。这里我们应该想到为运动员担任经纪人叫 manager, 所以这里应该填 managed. B. Immer mehr junge Amerikaner ziehen aufs Land, um grünen Ackerbau zu treiben und beliefen die wachsende Zahl der städtischen Büromärkte. 舒老师估计这里一定有同学会填 bewirtschaften, 因为大家知道这里在讲农业的事情。可是要注意的是四格宾语并不是土地或者某一块地而是 Ackerbau。Ackerbau 是种植业的意思，它需要搭配的动词还是经营管理，所以还是需要 betreiben。这句话的意思是，越来越多的年轻美国人，他们都搬往乡村，想要在那里经营绿色的种植业，并为城里的有机市场提供更多的商品。这里有一个动词 beliefen， liefen 同学们应该很熟，表示供货、发货的意思。四格宾语是货物。Believen 的用法是 jemandem oder etwas mit etwas believen. Das heißt, waren an jemandem oder etwas liefen. Believen 指的是为谁或者为什么地方供货。所以 believen 的四格宾语是我们的供货对象，供的货需要用介词 mit 来引出。所以在这个句子里Believen 的四格宾语是 die wachsende Zahl der städtischen Büromärkte， 也就是为有机市场供货，而且是为越来越多的有机市场供货。C. Die teure Vanessa hält ihr Mann den Rücken frei, managt das Tagesgeschäft im Büro und kümmert sich ihren Haushalt。第一个句子里有一个同学们可能会比较陌生的词组，叫 jemanden den Rücken frei halten. jemanden den Rücken frei halten. Das heißt jemanden unterstützen. 就是帮某人保持他的背上没有东西，也就是不让他承担什么过重的负担，那当然就是支持某人的意思了。忠诚的 Vanessa 为她的丈夫承担了很多，她支持她的丈夫，为她打理办公室的日常业务，并且照顾他们的家务。这里的四格宾语是 Tagesgeschäft im Büro， 也就是办公室白天的一些生意和业务，所以用 betreiben 是不合适的。因此在四个词里面还是用 managen， 也就是 organisieren 的意思比较合适。D. Er hat sich ja verpflichtet, einen Teil seines Landes umzuwandern und dazu noch den Teich zu bewirtschaften. 不知道同学们有没有意识到，这里出现了一个关键词，就是 einen Teil seines Landes， 它土地中的一部分。所以讲到了土地，很容易想到的动词就是 bewirtschaften。而后面又出现了一个词叫 den Teich bewirtschaften， Teich 是池塘的意思，也就是把那个池塘用作农业用途，比如说养养鱼养养虾就可以叫 den Teich bewirtschaften。 所以这个句子是什么意思呢？他已经承诺将对他土地中的一部分进行转型 umwandeln， 就是改变的意思，此外也要把那个池塘用于农业用途。这里有一个词组叫 sich zu etwas verpflichten， sich zu etwas verpflichten， 当然这里的 zu etwas 没有出现，只出现了 sich verpflichten， das heißt fest
versprechen, etwas zu tun. 意思也就是承诺会做某事，其实也就是赋予自己做某事的义务。E. Durch den bequemen Online-Zugang können Kunden ihre Kontoführung und sämtliche Transaktionen von heimischen Rechnern aus vornehmen und verwalten.通过舒适的上网通道，客户们就可以在自己的电脑，也就是在本地的电脑上，操作他们的账户，进行各种金融交易。这个句子里的专业词汇稍多一点，我们看一下 Kontoführung， 也就是管理自己的账户。我们的词组叫做 Ein Konto führen， 打理照料自己的账户。 Sämtlich 就是alle 的意思，所有的。Die Transaktionen， 这是一个经济概念，指的是大宗的银行交易或者金融交易。Das heißt eine meist große finanzielle, oft riskante Unternehmung， 通常是指大笔的而且有风险性的金融交易。Heimisch，同学们应该认识本地的、本土的。同学们看这个单词前面和 Heimat 长得很像，所以它的意思就是 zu Heimat gehörig， 本地的。在德语中还有另外一个词表示本地的，就是 Einheimisch。可能有同学不明白这里为什么要用 verwalten， 那舒老师觉得应该是在金融业里面，通常银行会为客户来照管账户，有的时候呢金融业里面也会为客户进行一些金融交易，所以 transactionen 或者说 kontoführung 这样的单词搭配 verwalten 比较多，就构成了这样的搭配习惯。而 managing 指的还是日常生活的一些安排，所以在这个专业背景下就不太合适了。F. Dieses Weingut wird nicht nur nach ökologischen, sondern auch nach den strengen biodynamischen Regeln bewirtschaftet. 这个酒窖不仅是根据生态原则，而且是按照严格的有机动态原则来进行经营和管理的。虽然舒老师也不太理解这里的 biodynamische Regel 指的是什么，不过既然是酒窖，就和酒馆或者饭店、客栈差不多，我们就可以用 bewirtschaften 了。G.Nicht aus eigenen Fehlern, sondern von den Erfahrungen jener lernen, die bereits E-Business betreiben, ist das Motto eines Kongresses. 不仅要从自己的错误中归纳总结，而且还要从其他已经从事电子商务的人的经验中不断学习。这是一个大会提出的口号。那这里的宾语是 E-Business。电子商务，所以我们用经营、运营 betreiben 比较的合适。哈 ，eine Stiftung soll künftig die Immobilie verwalten， 这个不动产未来将由基金会接管照看。一般讲到基金会，我们会想到的就是帮助别人照看、照管资本，所以这里用 verwalten 比较合适。这里出现的 die。Immobilie 就是不动产的意思，通常用复数形式 die Immobilien。 Das heißt eine unbewegliche Sache, meist ein Haus, eine Wohnung oder ein Grundstück als Eigentum， 也就是不能移动的财产，比如房产、地产都属于 Immobilien。 好，做完一个搞脑子的动词练习，让我们再来辨析两个名词的含义。Aber keine Sorgen, diese Übung ist einfach. 不过不用担心，这个练习还是比较简单的。那一直有同学会问舒老师说 Unternehmen 和 Betrieb 这两个单词都可以翻译成企业，那这两个单词有没有区别呢？其实在日常使用中，我们可以说这两个词是近义词或者同义词，
但是既然这个单元我们讲经济，我们还是要讲一下他们之间的小差别的。Bei Übung 3 sollen Sie die Wörter der jeweiligen Kategorie zuordnen. 我们一起来做一下练习三。练习三要求大家把下列的这些机构归到他们相应的目录里面去。不过在大家归类之前，让我们先来看一个示意图。Betrachten wir zuerst das Schema. Unterschied zwischen Unternehmen und öffentlichem Betrieb. 让我们先来看一个示意图。Unternehmen 和 öffentlicher Betrieb 之间的差别。在这个示意图的最顶部 ,ganz oben, sehen wir Wirtschaftseinheiten。最顶部是经济个体，也就是我们说的各种机构组织都可以算经济个体。Und Wirtschaftseinheiten gliedern sich dann in öffentliche Haushalte, Privathaushalte und Betriebe。那么在 Wirtschaftseinheiten 经济个体下面可以分为公共财政、个体私人财政以及 Betriebe。Ein Betrieb ist eine Produktionsstätte, das heißt ein Ort, an dem etwas produziert wird. 这个定义给出了 Betrieb 的根本特征。Betrieb 就是生产什么东西的地方。不过同学们要注意 ,produzieren 的宾语并不一定都必须是有形产品，像电影、游戏这样的无形产品也可以是 produzieren 出来的。好，那么 Betriebe 又分为普通的 Unternehmen 和 öffentliche Betriebe und Verwaltungen， 也就是 Betriebe 可以分为企业和公共事业管理单位。这是什么意思呢？Öffentliche Betriebe sind von der öffentlichen Hand im öffentlichen Interesse unterhaltene erwerbswirtschaftlich ausgerichtete Einrichtungen auf wirtschaftlichem Gebiet. 这个解释实在是太复杂了。简单一点讲， Öffentliche Betriebe 就是代表公共利益的，由公共机构维持的经济领域的经济机构。在这个定义里面比较重要的就是 öffentlich 这个单词，也就是它不是 privat， 它不是 persönlich 的，它是 öffentlich， 代表公共利益，由公共机构维持的经济机构。 Ein Unternehmen ist dagegen eine spezielle Art des Betriebes im Wirtschaftssystem。 和它不同的是，Unternehmen 是经济体系中一种特殊的 Betrieb. Ziel dieses Unternehmens soll die Maximierung des Gewinnes sein. 后面这句话给出了 Unternehmen 的本质特征，也就是每一个 Unternehmen 每一个企业它的目标只有一个，也就是追求利润的最大化，而 öffentliche Betriebe 就没有这个特征。所以我们可以这样认为， Betrieb ist ein Oberbegriff von Unternehmen. Betrieb 实际上是 Unternehmen 的上位概念，也就是它涵盖的内容要比 Unternehmen 来得多。它里面既包含了想要赚钱追求利润的 Unternehmen， 也包含了首要目的并非盈利赚钱的 öffentliche Betrieb。 Ja gut,Ordnen Sie bitte die Betriebe der jeweiligen Kategorie zu. 下面就请同学们把这些机构和企业归入他们所在的目录吧。Wenn Sie irgendwelche Abkürzung oder welches Unternehmen nicht kennen, können Sie online oder im Wörterbuch mal nachschlagen. 如果有不认识的单词或者不认识的缩写，同学们可以自己试着查一下字典，或者到网上去百度。谷歌一下呢。
这个练习应该不难吧？同学们在判断的时候可以借助的依据就是这个企业或者这个机构它的目的是否是利润的最大化。比如说像第一个 Deutsche Bahn AG 德国铁路股份公司，虽然它已经进行了私人化，但是它的本质功能还是公共交通，所以我们把它归到 öffentlicher Betrieb。 同样的道理，后面的 Berliner öffentlicher Verkehrsbetrieb 就是柏林公共交通企业，和后面的 Münchner Verkehrsverbund 慕尼黑公交联盟，它们的功能和特征都是类似的。 Deutsche Post AG德国邮政股份公司，和 Deutsche Bahn AG 一样，虽然已经是股份公司了，但是它的功能还是代表了公共利益的实现，所以归在 öffentlicher Betrieb。 而后面的 Siemens 西门子、 Bosch 博士、 VW 大众都是我们非常熟悉的企业，那作为企业它肯定是追求利益最大化的。 Unternehmen zielen auf die Maximierung der Gewinne。 再后面是 ARD 德国电视一台、 ZDF 德国电视二台、 Museen, Theater, Schulen 博物馆、剧院、学校，那更不是以盈利为目的的存在了。同学们，如果把某个机构或者某个企业归错了并不重要， Wichtig ist, dass es Ihnen dadurch klar wird, was die Unternehmen von öffentlichen Betrieben unterscheidet. 重要的是搞清楚是什么特征让企业和公共机构变得不一样。Nachdem wir drei Wortschatzübungen gemacht haben, machen wir noch eine Sprechübung. 在做了三个词汇练习之后，让我们再来做一个口语练习。Fassen Sie bitte den Text anhand der Stichwörter und Redemittel zusammen. 请同学们借助我们给出的关键词和句型对课文内容做一个口头的总结。Die Stichwörter weisen darauf hin, warum der deutsche Mittelstand so erfolgreich ist. 关键词给出的就是德国中小型企业之所以这么成功的秘诀或者说要素。我们在一开始可以给一个总体的句子。Der Erfolg des deutschen Mittelstandes basiert auf folgenden Faktoren. 德国中小型企业的成功基于下列因素。Oder der Erfolg des deutschen Mittelstandes ist auf folgende Faktoren zurückzuführen. 德国中小型企业的成功可以归根于下列因素。Der Erfolg des deutschen Mittelstandes ist folgenden Faktoren zu verdanken. 德国中小型企业的成功应该感谢下列因素。这几个句型我们前面在表示原因的时候都学习过，同学们可以顺便再复习一下。Dann werden die vier Faktoren aufgelistet. 然后列出的就是对于德国中小型的成功起到决定性作用的四个因素了。Unternehmens Philosophy 企业哲学， Das Wertesystem 价值体系， Innovationsfähigkeit 创新能力， Export Orientierung 重视出口，以出口为导向。那么我们在依次列举这些要素的时候，还是需要用到划分结构的信号词。比如说Zuerst ist etwas zu nennen. 首先要提的是 Außerdem, 此外 Ein weiterer Grund für den Erfolg ist das. 成功的另一个原因是 Darüber hinaus. Darüber hinaus 和 außerdem 的意思是一样的，那放在哪里都可以表示此外另外一个因素是。Man darf auch nicht vergessen, dass 不能忘记的还有。
这里只是给出大家几个可以供大家选择参考的句型，同学们如果有自己比较爱用的或者比较熟练的也可以使用。 Um diese Übung zu erleichtern, mache ich wie immer ein Beispiel. 为了简单一点，那舒老师还是给大家一个例子，只是供大家参考，不代表大家就可以不做了。Ja, hören Sie genau zu. Der Erfolg des deutschen Mittelstandes basiert auf folgenden Faktoren. 舒老师用了第一个句型，基于下列因素。Zuerst ist seine Unternehmensphilosophie zu nennen. 也是所给的句型 ,nämlich,gelebte unternehmerische Verantwortung mit den eigenen Portemonnaie. 注意一定要把企业哲学是什么要说出来，不然听的人就摸不到头脑了。Die mittelständischen Unternehmer tragen in der Regel die volle Haftung. 这句话是对前面企业哲学的一个解释，也就是企业家们通常承担的是完全责任。Außerdem spielt das Wertesystem des deutschen Mittelstandes auch eine entscheidende Rolle, nachdem man immer bereit ist, die Verantwortung für sein Unternehmen, für seine Mitarbeiter und auch für die Region zu übernehmen. 这里我也用了 außerdem 来引出第二个因素，我用的词组是比较常用的 eine Rolle spielen。那么后面我用一个关系从句对前面的 Wertesystem 进行解释，什么样的价值体系呢？就是按照这个价值体系，德国的企业家们时刻准备着对自己的企业、员工以及这个地区承担责任。Ein weiterer Grund für den Erfolg ist, dass der deutsche Mittelstand innovationsfähig ist, weil er über zahlreiche heimliche Weltmeister verfügt. 这里我用了下一个句型 ein weiterer Grund. 另外一个因素呢，就是德国的中小型企业非常的有创新能力。和关键词不一样的是，我这里用了形容词。关键词给的是 Innovationsfähigkeit， 那我这里改的是 Innovationsfähigsein。为什么说德国中小型企业非常的有创新能力呢？我们也要给这样的表达一个解释，因为德国中小型企业拥有大量的隐形的世界冠军，也就是那些比较小众产品，在这个领域德国是拥有世界领先地位的。Schließlich darf man nicht vergessen. 看我这里的 schließlich 就引出了最后一个因素。最后不能忘记的是什么呢？ Schließlich darf man nicht vergessen, dass der deutsche Mittelstand exportorientiert ist. 同样我没有用名词而用了一个形容词 exportorientiert。最后我们不应该忘记德国中小型企业是非常重视出口的，他们是以出口为导向的。 Immer mehr deutsche kleine und mittlere Unternehmen tummen sich auf ausländische Märkten. 越来越多的德国中小型企业在国外市场表现积极。同学们看，前面我一直在用 der deutsche Mittelstand，那用的太多也会显得有一些重复和啰嗦，所以在适当的情况下，我们可以用 deutsche kleine und mittlere Unternehmen 来代替这个表达。最后，在所有的因素都讲解到了之后，要给自己的口语表述做一个总结。Aus diesen Gründen ist es dem deutschen Mittelstand möglich, auf dem Weltmarkt immer größeren Erfolg.zu erzielen. 正是出于这些原因，德国中小型企业才有可能在世界市场上获得越来越伟大的成功。 Ja gut, jetzt kommen Sie daran, diese Übung zu machen.
Schließlich machen Sie bitte noch eine Kombinationsübung, um die im Text aufgetretenen deutschen Unternehmen kennenzulernen. 最后，为了了解在课文中出现过的德国企业，我们再来做一个简单的配对练习。Ja gut, in dieser Stunde haben wir ein paar Wortschatzübungen, eine Sprechübung und noch eine Übung der Landeskunde gemacht, um das in der letzten Stunde Gelernte zu wiederholen.在这节课上，我们主要通过词汇练习、口语练习，还有一个和国情有关的练习，来复习上节课所学的内容。In der nächsten Stunde werden wir ein riesengroßes Thema besprechen, nämlich die Globalisierung. 那么下节课我们将讨论一个巨大的话题，也就是全球化。Ja, was wird uns der Text sagen? Das erfahren wir in der nächsten Stunde. 那篇课文到底要告诉我们什么呢？我们下节课就知道了。Ja gut, machen wir für diese Stunde Schluss. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.